Ja, hallo meine Freunde. Herzlich willkommen zum neuen Update. Ja, ich bin ein bisschen erkältet, wie ihr es vielleicht hört. Ja, ich hab mir jetzt auf jeden Fall, ja, in den letzten Wochen, ja, knapp, sag ich mal, 2 Monaten ungefähr, habe ich mir jetzt so ein paar Filme gekauft und es angesammelt hat. Er hat sich das. Blablabla. Versprecher, Versprecher. Nee, es hat sich ein bisschen was angesammelt. Also, ich war ja im Euroshop und im Kick. Und jetzt stelle ich ja halt nur die Filme vom Euroshop vor. Ist auf jeden Fall, ja, ein Stapel. Ja, ein Stapel hoch auf jeden Fall. Ja, Euroshop-Filme. Wie gesagt, Harias, Erkältung, Erkältung. Ja, Euroshop-Filme. Stelle ich ein paar vor. Fangen wir auch sofort an, weil es sind auch auf jeden Fall einige. Ich werde halt so ein bisschen was erzählen, nur ganz kurz, weil es halt die Kamera zeigen, aber allzu viel reden kann ich nicht darüber, weil so meistens ist alles eingeschweißt. Ja, fangen wir gleich an mit dem ersten. Ja, 14 Schwerter. Ein Jackie Chan, also eine Jackie Chan-Produktion ist dieser Film. Ist ab 16. Ja, Spiegel halt ein bisschen sehe ich gerade. Ja, 14 Schwerter. Also ein Action, asiatischer, ja, Kampffilm, so ein bisschen Action, Martial Arts Film. Sonst halte ich das am besten kurz in die Kamera, wie ich das sonst auch immer mache. Könnt ihr euch am besten selbst durchlesen und auf Pause machen. Ja, das war der hier. 1 Euro, bin mal gespannt, wie der ist. 14 Schwerter, ist ab 16. Ah ja, und geht, muss ich kurz gucken, der geht 109 Minuten. Es kann sein, dass auch mal die Angaben nicht stimmen, weil habe ich mir schon öfters aufgefallen, die ich bei Euroshop gekauft habe, die Filme. Die Angaben meistens stimmen die nicht. Das kommen wir mit dem nächsten an. Einmal, ja, Skinning. So eine Art, ja, Mary Kills the Week steht hier. Ja, in der Tradition von Mary Kills the Week. Bin ich mal auch echt gespannt, wie der ist. Mit so einem Lenticular. Cover-mäßig so ein bisschen, 3D. Ja, Skinning 3D. Bin mal gespannt, wie der ist. Einmal, ja, geht 102 Minuten. Am besten selbst durchlesen, wenn das geht. Das spiegelt hier extrem, sehe ich gerade, aber ja, kann ich auch nichts machen jetzt. Ja, Skinning. Wie ist denn das Gesetz? Wie ich nachgelesen habe, soll auch teilweise auch nicht in Deutsch sein. Ich glaube auch in Serbisch oder irgendwie in auf Englisch ein bisschen. So ein bisschen gemischt. Mischmasch habe ich so rausgehört. Also rausgelesen, eher gesagt. Ja, das war der Film. Jetzt kommen wir zum nächsten. Ja. Hunting the Phantom. The Phantom. Auch so ein Actionfilm. Bin ich auch mal echt gespannt, wie der ist mit dieser Schauspielerin, diese hier. Ja, die kennt man auf jeden Fall auch. Da steht das ja, wenn das die ist, aus Terminator 3. Christina Loken. Ja, auch ab 16. Gucken, wie der wohl so ist, war. 91 Minuten geht da, wenn das hier stimmt, also die Angaben. Aber wie gesagt, manchmal stimmen die Angaben auch nicht. Ich weiß auch nicht warum. Ob die es dann deswegen aussortiert haben mit den falschen Angaben oder ja, halt Film nicht gut angekommen ist bei den Leuten. Ja, das war der hier. Spiegel extrem, aber ich versuche das ein bisschen so zu halten. Das war der, Hunting, The Phantom. Jetzt kommen wir zum nächsten. Da machen auch sehr viele Schauspieler mit. Einmal Anarchie. Ja, so eine Mischung aus Sons of Energy und hier Game of Thrones. Ja, haben auf jeden Fall sehr viele bekannte Schauspieler mit. Ed Harris, Jovovich, ja, Dakota Johnson, Ethan Hawke. Ja, bin auch gespannt, wie der ist. So eine Mischung aus, ja, steht hier Sons of Energy und Game of Thrones. Ist ab 16. Mit einem Pappschuber von UKSM. Ja, bin echt gespannt. Der geht 98 Minuten. Sonst am besten selbst, wie gesagt, durchlesen. Gehe so langsam entlang. Für genug Zeit. Joa. Das war der Film. Wie gesagt, alles ist noch eingeschweißt. Ich kam da nicht zu, irgendwie was zu gucken. Aber wie gesagt, es ist halt manchmal so, man holt sich dann halt Filme und lagert die und irgendwann, ja, kommt noch mehr dazu und dann noch mehr dazu, so ist halt so. Ja, dann habe ich einmal den hier,
Lila und Eve oder Laila und Eve. Ja, Jennifer Lopez macht hier mit. Blinde Rache, ich glaube, so ein Rachefilm ist das. Bin ich mir jetzt nicht mehr sicher, was es genau ist. Ist auf jeden Fall ab 16. Und am besten nochmal selbst durchlesen. So. Da kann man es gut sehen. Ja, bin ich gespannt. Es scheint also ein Rachefilm zu sein, glaube ich. Wie gesagt, ich weiß es nicht mehr. Ist schon etwas länger her. 94 Minuten. Einmal den hier. Ja, können wir jetzt gleich zum nächsten. Ich muss ein bisschen zügiger machen. Es sind noch einige Filme hier. Und ich will das alles durch so einen Rutsch durchmachen. Dann habe ich einmal den hier. Diego. Sie nannten ihn Diego. Das ist halt so ein, ja, so ein Filmemacher, der irgendwie den Film dreht, irgendwie so einen Film dreht, und dann ist er selbst so im echten, also nicht im Film, also er will über einen Film drehen, dann geht er halt irgendwo hin und dann ist er selber so in der Hauptrolle, also ja, ein bisschen verwirrend, aber am besten selbst durchlesen, bevor ich was Falsches sage. Also auf jeden Fall, der Trailer scheint, er war ein bisschen, er war witzig so ein bisschen. War ein nicht schlechter Trailer, ich bin echt gespannt, wie der wohl so ist, der Film. Also, Inhalt von her fand ich das sehr interessant. Ja, das war das. Lighthouse. 110 Minuten geht der. Ist ja so ein Western, so ein klassischer Action-Western ist das, glaube ich. Ja, das war der. Ja, es kommt jetzt zu einem, da war ich auf jeden Fall sehr, ja, wild drauf, den zu sehen. Ich kam da immer noch nicht zu. Ich hab extra ausgepackt schon. Wollte den immer gucken, meiner Frau zusammen, aber immer irgendwie was dazwischen gekommen. Ja, The Crown von den Produzenten von The Ring und The Grudge. Der Trailer war auf jeden Fall sehr, sehr cool. Also ein bisschen trashig gemacht, aber auch irgendwie wieder voll witzig. Ja, mit diesem Wesen hier oder was es sein soll, so richtig. Fand ich eher so gesagt zum Kaputtlachen. Also der Trailer war richtig cool. Hat mir auf jeden Fall gefallen schon vom Trailer her. Ich mag ja eh solche Filme gerne. Solche, ja, so Quatschfilme oder The Ring oder solche Filme mag ich ja richtig gerne sehen. Und bin ich mal auch echt gespannt, wie der ist. Also scheint gut zu sein. Vom Inhalt her und vom Trailer war der auch schon, ja, zum Kaputtlachen so. Ich bin echt gespannt, wie der ist. Dann, da geht 70 Minuten, wenn das stimmt, ich weiß es nicht. Auch von Lighthouse. Habe, wie gesagt, habe ich schon aufgemacht, aber ich habe den noch nicht gesehen. Ja, wie gesagt, kein Wendecover. Schade. Ja, jetzt kommen wir zum nächsten. Und da habe ich mir gedacht, habe ich nicht schon so einen? Und dann habe ich mal nachgeschaut. Da gibt es eine ganze, ja, Filmreihe von Steven Seagal. Und da habe ich mir jetzt aber den mitgenommen. Ich habe noch einen anderen davon. Also ich habe nachgeschaut, das ist so eine ganze, ja, Filmreihe. Gibt es irgendwie so eine Filmreihe 1 und dann eine Filmreihe 2 von irgendwie. Ja, ist die ungeschnittene Fassung. Sonst könnte man ihm was dazu schreiben, wenn ihr irgendwas wisst. So mal einfach hier spontan mitgenommen, nachgeschaut, auch Schnittberichte. Und gesehen, da gibt es irgendwie mehrere, ja, Collection von, so eine Collection, Filmreihe. Mit ganz vielen davon. Ich bin auch nicht sicher, was das jetzt sein soll, warum und weshalb oder... Bricht das so mittendrin ab und dann muss man sich den nächsten kaufen oder irgendwie so, oder ist es jetzt ein Film für sich direkt? Weiß ich nicht, wenn ihr das wisst, könnt ihr mir ja gerne reinschreiben, dass jetzt ein kompletter Film für sich ist oder ob das so, ja, ob das dann mittendrin aufhört, also bis zum Ende hin aufhört, dann muss man sich den nächsten Teil kaufen. Dann ist man sich jetzt gar nicht sicher. Sonst könnt ihr mir irgendwas dazu schreiben, wenn ihr irgendwas wisst oder so, ich bin mir jetzt echt nicht sicher. Ob das jetzt komplett nur so ein Film ist oder so eine Art. Keine Ahnung, serienmäßig irgendwie was ist, aber ich habe irgendwas gelesen. Da soll es halt mehrere Collection von geben, von der Reihe. So zwei Art Staffeln, was es sein soll. Ich habe keine Ahnung, bin überfragt. Ja, so geschnitten. Geht 91 Minuten. Film, Serie, was auch immer. Ja, das war der. Ah. Dann habe ich mir den noch mitgenommen, der war auch sehr interessant. Die Räuber. Ah, spiegelt hier so extrem. Sehe ich gerade. Die Räuber. Sehr frei nach Schiller. Sagt mir jetzt gerade nichts mehr. Muss ich überlegen.
Ah doch, du weißt ich wieder. Irgendwas mit Familiendramen, Familienhass. Irgendwas entwickelt sich da in der Familie und dann rächt sich der und so und so. Scheint auch interessant zu sein, so. Wie gesagt, hat die Filme schon etwas länger hier liegen. Ich bin mir jetzt gar nicht mehr im Gedanken sicher, was das immer alles ist. Wie gesagt, sonst am besten selbst durchlesen. Ja, wie lange geht der? Wenn wir uns jetzt nochmal gucken, geht 84 Minuten. Ab 12, war echt gespannt, ab 12, ob der was bringt. Der Trailer war auf jeden Fall sehr, sehr guter Trailer. Aber wie gesagt, Trailer haben ja meistens nie so richtig was zu sagen. Bin mal echt gespannt. Also der Trailer, ja, war nicht schlecht, aber wie der Film ist, manchmal ist es ja so eine Mogelpackung. Die Trailer richtig cool, ja, und der Film ist dann scheiße. Ja, habe ich mir ein bisschen was Witziges mitgenommen, eher gesagt, oder ja, Al Pacino, mal ein anderer Al Pacino, wie man sonst kennt, in seinem Mafia-Film, mal was anderes. Der letzte Akt, ab 12. Ja, mal was anderes von ihm. Sonst am besten selbst, wie gesagt, durchlesen. Ja, bin ich mal euch gespannt, mal ihn so zu sehen in einer anderen Rolle. Ja, kann ich auch nicht viel zu erzählen, wie gesagt. Teilweise sind auch Spontankäufe dabei, einfach nicht, einfach nur gegriffen nach Cover. Dann auch ein paar nach dem Inhalt gegriffen, also ist alles so ein bisschen durcheinander bei mir. Ja, ich glaube, das kann man jetzt glaube ich gar nicht sehen, die Laufzeit. Wie gesagt, das war jetzt der hier, der letzte Akt. Ja, das können wir zu so noch einen, der wo der Trailer auch richtig geil war. Einmal Good People, der Trailer war auf jeden Fall sehr, sehr gut. Mit Kate Hudson und Omar Sharif oder Three. Ja, ihr wisst, wen ich meine, das ist der aus Ziemlich Beste Freunde. Der Schwarze. Oder der Farbige. Sagt man ja. Ja, sonst klingt das so ein bisschen anders. Ihr wisst, was ich meine. Ja, Kate Hudson, James Franco, Good People. Der Trailer war auf jeden Fall sehr gut. Bin ich auch echt mal gespannt, wie der hier so ist. Das war dann das. Der geht 91 Minuten, ist ein Thriller. Ist ab 16. Auch gespannt. Ja, und der war auch jetzt einfach so, ja, einfach mal mitgenommen, so ist das ein paranormaler Film, soll das so sein, aber gut, der Trailer war jetzt nicht so geil und die Qualität, so Coverqualität, hier sieht man auch richtig schlecht. Ah, der Trailer war auch jetzt nicht so überragend, aber ich habe gesagt, komm, nimm's mal mit, man feiert ja allgemein so ein bisschen solche Found-Footage-Filme und so ein bisschen Paranormales und dann hat man gesagt, komm, nimm mal mit, für einen Euro kannst du nicht sagen. Ja, einfach mal reinziehen, vielleicht ist er ja doch gut, man weiß es nicht. Ja. Man weiß es nicht, aber geht 75 Minuten, wenn das stimmt. Für zwischendurch mal kann man sich das ruhig geben. Ja, jetzt kommen wir zum nächsten, obwohl ich sehe gerade 13 Minuten. Ich habe hier noch einen Riesenstapel von nur von DVDs. Ich würde sagen, ich mache jetzt erstmal einen Cut. Wie gesagt, meine Freunde, wenn euch das Video irgendwie gefallen hat oder nicht so, daher schreibt mir irgendwas, Daumen, liken, wie ihr wollt, abonniert mich gerne, aktiviert dann die kleine Glocke. Weil dann erfahrt ihr immer was Neues, das ist immer, ja, wie gesagt, das Neueste über mich. Ja, tut mir leid für die ja, Qualität heute. Es ist ein bisschen dunkel hier und ich habe schon überall Licht an hier im Raum. Spiegelt ein bisschen, habe ich gesagt. Ja, und ich habe überlegt, ich will das jetzt drehen und nicht irgendwann mal, sonst komme ich da nicht zu, weil viel zu tun, arbeitstechnisch und so. Also komm, dreh mal abends spontan, aber wie gesagt. Ja, wenn euch das gefallen hat, oder ob ihr irgendwelche Anregungen habt oder zu irgendwelchen Filmen, wie was schreiben wollt, macht es gerne. Ich freue mich über jeden Abonnenten, über jeden Kommentar, über alles, über ja. Ja, ich bin rede viel zu viel, sage ich. Ich mache erstmal Schluss. Sonst, ja, wisst ihr, was los ist, dann haut rein, bis zum nächsten Video. Peace.